Guten Mittag, ganz herzlichen Dank für die Einladung, freundlichen Worte. Ich möchte aber auch gratulieren, obwohl ich offenbar teilweise Mitträger bin dieses Anlasses. Ich finde das ausgezeichnet, was die Schweizer Charta für Psychotherapie macht, jetzt auch thematisch mit diesem Symposium. Nun, was dürfen Sie von mir erwarten? Ich würde zuerst etwas zur Sozialisation sagen, halt in der Medizinerausbildung. Es wird nicht ganz so überraschend sein, aber es bestimmt natürlich auch gleichsam das Konzept mindestens der akademischen Psychiatrie. Was ich ausführen werde, betrifft hauptsächlich die gelehrte Psychiatrie, also was man gleichsam an den Universitäten vermittelt. Ich persönlich bin überzeugt, dass in der Praxis der niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiater und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten etwas ganz anderes noch geschieht. Ich würde dann etwas sagen zum medizinischen Modell in der ärztlichen Psychotherapie, wie bestimmend das ist. Und dann aber doch schließen eben mit einem emanzipatorischen Gedanken. Ich glaube, das Kontextmodell hat eine Chance heutzutage. Und es könnte gleichsam ein emanzipatorischer Störfaktor gleichsam des medizinischen Modells sein. Ja, also wenn wir die Lehre betrachten in der Psychiatrie, so ist es natürlich klar, die Medizin versteht sich als angewandte Naturwissenschaft. Auch die Psychiatrie versteht sich immer mehr als angewandte Neurowissenschaft. Und Medizinerinnen und Mediziner studieren natürlich als Grundlagenfächer mal Physik, Chemie, Biologie, also Naturwissenschaften. Andere Fachgebiete, insbesondere jetzt die geisteswissenschaftlichen Gebiete, kommen nur am Rande vor. Obwohl sie meines Erachtens gerade für mein Fachgebiet, die Psychiatrie, eigentlich von enormer Bedeutung sind. Das ist nicht zufällig so. Die Medizin hat sich aus der inneren Medizin heraus entwickelt, die Psychiatrie hat sich aus der inneren Medizin heraus entwickelt, im 19. Jahrhundert, wurde dann bei Forel übrigens, Auguste Forel, früherer Buchhölzle-Direktor, wurde dann auch Fachgebiet in der Psychiatrie. Und wenn man etwas zurückschaut, ganz knapp in die Tradition gleichsam der Medizin, so finden sich im 19. Jahrhundert eben alte religiöse Konzepte säkularisiert zunächst. Also man hat durchaus ältere Konzepte aufgenommen, aber sie aus dem religiösen Kontext herausgenommen und sie gleichsam säkular verstanden. Es gilt für die Besessenheit, es wurde ein Stück weit dann Bleuler, Schizophrenie. Es gilt für die Arcadia, ein mittelalterliches Konzept, das Sie wahrscheinlich kaum mehr kennen, so eine Art agitierte, depressive Verstimmung, das wurde zur Depression. Und bald kam auch die Neurologisierung dann dieser Konzepte. Bis ins 19. Jahrhundert hinein herrschte eigentlich die Säftelehre vor in der Medizin, die humoralpathologischen Konzepte. Und die wurden dann abgelöst von den neurologischen Konzepten, also von der Gehirnkunde. Also Melancholie, die Schwarzgalligkeit, oder? Also das Vorherrschen der schwarzen Galle, also altes Konzept der heutigen Depression, wurde eben dann zur Depression. Und auch immer mehr, gerade auch in den letzten Jahren, neurologisiert. Ähnliches gilt von der Manie und weiteren Störungen. Im 20. Jahrhundert kam es auch in meinem Fachgebiet dazu, dass man Psycho- und Soziodynamik ernster nahm, also nach Freud, da spielte übrigens das Buchhölzli wieder eine Rolle, man, da kann diese Klinik wirklich auch historisch in gutem Zusammenhang erwähnen. Ich meine, Bleuler war der Erste, der ein Universitätsspital der Psychoanalyse öffnete, C.G. Jung war sein Sekundärarzt und so weiter. Also da spielte natürlich das Buchhölzli auch eine Rolle, aber insgesamt kann man sagen, in Europa, insbesondere dann auch in den USA und dann wieder rückwirkend auf Europa, spielte mehr und mehr die Psychodynamik eine Rolle.
in der Psychiatrie, aber immer neben somatischen Konzepten. Die wurden nie verdrängt, die waren eigentlich immer im Vordergrund. Also Krankheitslehre, Neurosenreaktionen kamen hinzu. Wenn ich das etwas vielleicht am Beispiel Depression ganz kurz noch illustriere, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eigentlich, was die Depression betrifft, Kraepelin, hauptsächlich das manisch-depressive Krankheitsbild, damals noch Irresein genannt, war ja eine sogenannte Geisteskrankheit, aber eine endogene, die also gleichsam genetisch angelegt wäre oder mit Gehirn- und Stoffwechselprozessen zu tun hätte. So war das Verständnis. Dann kam der Einfluss der Psychodynamik. Es kamen hinzu psychogene Depressionen. Da waren wir schon einmal bei 5% der Krankheitsfälle im Laufe eines Lebens. Und dann Ende des 20. Jahrhunderts veränderte sich ja nochmals die Diagnostik grundlegend. Die wurde aufgesplittet. Es kamen viele andere Störungen hinzu. Das hat gesellschaftliche, kulturelle, ökonomische Bedingungen. Heute sind wir ungefähr bei 20% Depressionen im Laufe eines Lebens in der Bevölkerung. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, weil das für Emanzipation und Sozialisation vielleicht ganz wichtig ist, was ist eigentlich passiert so in den 80er, 90er Jahren? Es gab, und das wäre eigentlich eine Chance gewesen für die Emanzipation auch der Psychiatrie, aber insbesondere der ärztlichen Psychotherapie, aus dem medizinischen Konzept heraus. Es gab ja diese basale diagnostische Veränderung von Depressionstypen oder überhaupt von Krankheitszuständen ursächlicher Art, die also gleichsam nach der Ursache benannt wurden, hin zu Krankheitskonzepten rein beschreibender Art, syndromaler Art. Also Sie kennen das alle. Früher wurden bis 1980 in den USA, bis 1991 in der Welt, dank der WHO-Diagnostik, wurde eigentlich ursächlich diagnostiziert und man fand dann eben die endogenen Depressionen, aber eben auch die psychogenen Depressionen, also die depressiven Reaktionen und die depressiven Entwicklungen neben somatogenen Depressionen. Und da war eigentlich das Konzept relativ einfach. Man teilte relativ starr ein in verschiedene Depressionstypen. Psychogene Depressionen sollten dann psychotherapeutisch behandelt werden, endogene, pharmakotherapeutisch, somatogene, internistisch oder chirurgisch, jedenfalls somatisch. Und wie Sie alle bestens wissen, wurde eben dieses Konzept nun umgewandelt in weg von einem kausalen Depressionsverständnis, endogen, psychogen, somatogen, hin zu einer syndromalen Diagnostik, wo es eben darauf ankommt, wie ist die Befindlichkeit, also die Störung des Wohlbefindens steht plötzlich im Vordergrund hier mit den angeführten Leitsymptomen. Und man hätte eben denken können, dass ein solches Verständnis beispielsweise der Depression, also eine Diagnostik, die nur das Befinden ins Zentrum rückt und eigentlich Abstand nimmt mal von Ursachen, dass ein solches Konzept dazu hätte führen können, dass man die psychosozialen Einflüsse stärker gewichtet. Allerdings wurde dieses Konzept, wenn ich es nochmals schnell zeige, dieses syndromale Konzept, wurde schon in den USA damals in den 80er Jahren eingeführt, weil man dachte, man könnte dann einzelne Symptome mit Gehirnprozessen korrelieren. Also es war eigentlich schon so eine biologische Fantasie im Hintergrund. Aber im Grunde war es offen. Und das führte auch dazu, dass auch die damals vorherrschenden psychoanalytischen Vereinigungen in den USA ein Stück weit diese neue Konzeption annahmen und nicht so wahnsinnig protestierten. Man wusste schon in dieser Zeit, und natürlich hat sich das längst bestätigt in vielen Dutzenden von Untersuchungen, am Beispiel Depression nun gesagt, dass es Lebensbelastungen sind, die ein Hauptfaktor sind für Depressionen, überhaupt für Krankheiten. Und es gibt vielleicht eine kleinere Untergruppe von Depressionen, wo keine Belastungen jedenfalls
so mit einfachen Beobachtungen fassbar sind. Oder wenn Sie selbst eineige Zwillinge nehmen, wie das Kendler gemacht hat, auch in einer schon älteren Studie, so finden Sie bei diesen eineigen Zwillingen nur immer jene Person erkrankt, die eben auch die belastenden Lebensereignisse hat und umso mehr sie gleichsam unter Druck stand, umso mehr wurde sie auch krank. Also ein solches Konzept und solche Daten hätten eigentlich durchaus dazu führen können, dass sich das Depressionskonzept geöffnet hätte, dass sich überhaupt die Krankheitskonzepte in der Psychiatrie etwas geöffnet hätten, hin zu einem Kontextkonzept, weil ja die äußeren Einflüsse eigentlich so entscheidend sind. Was aber passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist in etwa das Gegenteil. In der akademischen Psychiatrie, ich betone die akademische Psychiatrie, hier hat offenbar das Bild eine enorme Kraft bekommen. Nicht? Diese bildgebenden Verfahren haben dazu geführt, dass man sich gleichsam einschoss auf das Gehirn und auf Gehirnveränderungen. Also Sie haben hier einen Längsschnitt durch ein depressives Gehirn, kennen unten basal, also im limbischen System, die Aktivierung vor allem der Amygdala und in höheren kortikalen Zentren, auch blau jetzt charakterisiert, eben eher die Rindengebiete, die sogenannte zentrale Exekutive, die eher gelähmt ist. Nun, man hat ja gehofft, mit solchen Bildern könnte man dann auch diagnostizieren und könnte gleichsam als Symptom und Gehirnaktivität 1:1 zusammenbringen. Das ist aber nicht gelungen. 40, 50 Jahre Forschung mit bildgebenden Verfahren haben keinen biologischen Marker der Depression gefunden. So ist die heutige Lage. Also das war aber, es war irgendwie die Richtung, die man dann einschritt in der Psychiatrie. Und es gab eine andere, oder? Es gab das Konzept Serotoninmangel für Depression. Prozac, oder, wurde dann popularisiert und verbreitet. Also das Marketing der Firmen war so, man machte zunächst die Krankheit bekannt, Depression, sagte, das ist ein Serotoninmangel, das ist wie beim Diabetes, da haben Sie einen Insulinmangel, also müssen Sie Insulin geben, um den Diabetes zu behandeln. Und so ist es in der Depression, Sie müssen nur Serotonin geben, dann ist die Depression beseitigt. Hat sich natürlich als völliger Irrtum herausgestellt, es gibt viele Depressive, die haben sogar einen erhöhten Serotoninspiegel. Also so einfach ist die Sache nicht, auch wenn Serotonin und andere Botenstoffe schon eine Rolle spielen. Aber das war irgendwie das Faszinosum, das auch die Psychiatrie dann irgendwo gleichsam ergriffen hat und normiert hat, würde ich schon sagen, normiert und eingeengt hat. Tatsächlich ist es so, es gibt heute eine ganze Reihe von Antidepressiva, die wirken an ganz verschiedenen Ecken und Enden im Gehirn ein, bei ganz verschiedenen Neurotransmittoren und führen eigentlich alle zum gleichen Ergebnis. Das kann man auch noch gleich betonen und das ist vielleicht etwas Emanzipatorisches, das weckt vielleicht doch die Psychiatrie mehr und mehr auf, da komme ich am Schluss noch dazu. Es zeigt sich immer mehr, dass Antidepressiva eigentlich hauptsächlich eine unspezifische Wirkung haben. Also man spricht dann vom sogenannten Placebo-Effekt. Placebo-Effekt ist aber eigentlich ein psychologischer Effekt. Das hat zu tun mit Erwartungen, mit Konditionierung. Das ist eine psychologische gleichsam Ressource, wenn Sie so wollen. Und bei Antidepressiva ist es so, dass der Placebo-Effekt besonders groß ist. Bis zu 90% der Wirkung der Antidepressiva ist eigentlich eine psychologische. Und deshalb ist es so entscheidend, wie man diese Medikamente abgibt. Es sollte meines Erachtens medizinisch untersagt sein, diese so über den Counter abzugeben. Weil gleichsam die unspezifische psychotherapeutische Grundlage so wichtig ist, selbst für die Wirkung von Antidepressiva. Also all das sollte vielleicht etwas neu zu denken geben. Ich spreche vielleicht noch etwas von mir im Moment lang. Ich bin einer dieser Psychiater und Psychotherapeut ärztlicher Basis gewesen, der so in den 70er Jahren, dann auch in den 80er Jahren andere, in die Psychiatrie gekommen sind, weil sie die Psychiatrie verändern wollten. Weil eben damals psychodynamische
Elemente, soziodynamische Elemente, Familien, Paartherapien, humanistische Ansätze, so wichtig wurden, auch für mich. Und es gab ja auch die humanistische und soziale Kritik an den Einrichtungen. Als ich ins Burghölzli kam, an die Psychiatrische Universitätsklinik, 1971, sah das so aus in meiner Abteilung im K, im Wachsaal, überfüllt mit hocherregten Patienten. Und ich betone, dass das war 20 Jahre nach Einführung der Neuroleptika. 20 Jahre. 15 Jahre nach Einführung der Antidepressiva. Die Neuroleptik haben schon etwas bewirkt, also damit kann man schon arbeiten, aber sie haben eigentlich die Psychiatrie nicht reformiert. Die wirkliche Reform geschah eben durch, so sagen wir auch ein Stück weit, antipsychiatrische Kritik, aber vor allem durch psychodynamisches Denken, durch soziodynamisches Denken, durch eine Art Humanismus. Man stellte jetzt nicht einfach den Kranken ins Zentrum, sondern eine Person, die Krankheitsprobleme hat in einem bestimmten Umfeld. Es wurde personalisiert. Aus Wärtern wurden Pflegende, aus Psychiatern wurden ein Stück weit eben auch Psychotherapeuten. Und ich meine, das hat dazu beigetragen, dass sich die Psychiatrie dann auch sozialpsychiatrisch grundlegend verändert hat. Das war die Revolution der Psychiatrie und nicht die Medikamente. Und das, glücklicherweise hatten wir dann auch mehr Geld zur Verfügung. Es waren die Jahre, wo es ökonomisch sehr gut ging. Man konnte auch alle diese Stationen auflösen. Eben man konnte ambulante Alternativen aufbauen. Das ist auch ein Stück weit meine Lebensgeschichte. Und so sieht das heute aus. Aber dass es so aussieht, hat wenig mit den Medikamenten zu tun. Nun, Geisteskranken sind Hirnkrankheiten. Es wird immer Griesinger zugeschrieben. Das war eigentlich ein sehr sozial denkender Mann. Griesinger war auch mal Professor in Zürich, dann erste Psychiatrieprofessor in Berlin. Griesinger hat viel weiter gedacht, aber dieser Satz ist so bekannt und das wurde ja dann durch ein neues Verständnis der Psychiatrie abgelöst, durch ein biopsychosoziales Verständnis. Leider muss man sagen, dass das weitgehend Lippenbekenntnisse sind. Es wird zwar immer wieder so gedacht, aber im Zentrum mindestens der akademischen Psychiatrie stehen heute Neurobiologen. Und zwar querbeet durch alle Lehrstühle. Also ich war noch eine Ausnahme, muss ich sagen. Das hat meines Erachtens eben auch mit methodischen Entwicklungen und kulturellen Entwicklungen zu tun. Die heutige Psychiatrie ist geprägt durch Epidemiologie, Statistik. Das war eben die Digitalisierung, die jetzt auch erlaubt, mit ganz großen Zahlen zu arbeiten. Sie ist charakterisiert durch Bildgebung, durch Molekularbiologie, wissenschaftlich. Sind das die Stichworte? Wer akademisch gleichsam heute Erfolg haben will, muss sich irgend auf so ein Gebiet begeben, leider. Es gibt gesellschaftliche Stichworte, Individualisierung, Ökonomisierung, Medikalisierung, Ihnen wohl vertraut. Ich will nur sagen, die Ökonomisierung hat gut zusammengespielt mit der Neurowissenschaft. Es gibt schöne Arbeiten, die so das Verhältnis von Spätkapitalismus und Neurowissenschaften anschauen. Medikalisierung ist klar. Aber auch Individualisierung, täuschen Sie sich nicht, auch wenn wir jetzt von Emanzipation sprechen. Individualisierung hat auch damit zu tun, dass der Mensch irgendwo immer mehr geschlossen wird, dass immer mehr das einzelne Individuum, nicht die Beziehung, sondern das einzelne Individuum ins Zentrum kommt. Der einzelne abgeschlossene Mensch. Und zu diesem abgeschlossenen Mensch gehört hauptsächlich das Gehirn als führender Kopf. Und das hat sicher auch eine gewisse Faszination und eine gewisse Ausrichtung mitbewirkt. Also die Faktoren, die wir heute haben, haben dann doch trotz diesen Daten, die ich Ihnen kurz dargestellt habe, trotz dem Wissen darum, dass psychosoziale Einflüsse so wichtig sind, dass Beziehungen entscheidend sind, auch für die Behandlung von psychisch Kranken, hat trotzdem eigentlich die Psychiatrie in den letzten Jahren wieder in eine andere Richtung geführt. Ganz kurz, das medizinische Modell in der Psychiatrie ist nach einer vorübergehenden Periode, vielleicht vor 30, 40 Jahren, jetzt wieder viel stärker geworden, hat nicht abgenommen.
Man könnte ja zwei Grundparadigmen unterscheiden der Psychotherapie. Also das Kontextmodell, wo eben der Patient als Person im Zentrum steht, der Therapeut als Person, die Beziehung als das Zwischen und der gesamte Kontext, in dem das geschieht, das ist, könnte wichtig sein für die Psychotherapie. Im medizinischen Modell, das in der Psychiatrie vorherrschend ist und eher noch vorherrschend geworden ist, ist die Technik, die Methode im Vordergrund und gleichsam die anderen Momente sind wir eher am Rande. Und das ist schon so, das hat ja dann über die Psychiatrie, über die ärztliche Psychotherapie hinausgewirkt. Aber das medizinische Modell hat sich noch quasi spezifiziert zu einem störungsspezifischen Konzept. Und wie das auch im einleitenden Vortrag gesagt wurde, wie in der Erziehungswissenschaft, ist es ja so, heute müssen Sie gleichsam objektivieren, Evidenzbasierung machen. Aber das ist immer statistisch, gibt schon die Einzelfallstudien, aber in der Regel ist das in der medizinischen Wissenschaft eine statistische Untersuchung der Evidenz und da ist nie der einzelne Patient im Zentrum. Und heute ist es ja sogar so, oder, dass dieses Denken, dieses gleichsam, dieses somatische Denken dazu geführt hat, dass Psychotherapeuten so aus einer Verteidigungshaltung heraus versucht haben, die Wirkung ihrer Therapie mit somatischen Befunden zu belegen, was für mich eigentlich interessant ist, aber eher die psychotherapeutische Position meines Erachtens schwächt, weil sie sagt, die somatische Veränderung ist das Wichtige. Nicht das, was der Patient erlebt, wie er sich entwickelt, welche Beziehung ich habe. Und es gibt natürlich jetzt beim Rahmen der, der Untersuchung der Psychotherapie in ihrer Auswirkung auf das Gehirn und auf andere Körperfunktionen sehr viele Untersuchungen. Natürlich wirkt die Psychotherapie, das ist nun wirklich mehr und mehr nachgewiesen, auch kurativ. Und sie verändert natürlich auch die Hirnaktivität. Aber das ist eigentlich meines Erachtens fast ein Nebeneffekt. Wichtig ist ja, dass es, wie es dem Patient geht, wie er sich fühlt, wie er sich entwickelt, was ihm vielleicht auch das Leiden sagt, ob es ihm weiterbringt und so weiter. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und das medizinische Modell versus dieses Kontextmodell ist nach wie vor vorherrschend. Man hat zwar eben andere Elemente etwas integriert, psychodynamische, soziodynamische, aber im Vordergrund, im Zentrum steht eben das medizinische Konzept. Und daran hat man eigentlich auch die Erfahrung dieser Reformpsychiatrie, die wirklich die Psychiatrie revolutioniert hat, nicht sehr viel geändert. Und ich komme, auch um die Zeit einzuhalten, zum Schluss, zum, wenn Sie so wollen, emanzipatorischen Ausblick. Das Kontextmodell ist nun gleichsam ein emanzipatorischer Störeffekt oder in einem rein medizinischen Denken. Also für mich besteht eine aktuelle Chance, dass man wieder stärker person- und beziehungsorientiert wird und nicht krankheitsorientiert, nicht störungsorientiert ist. Und ich glaube, die Datenlage, also wenn man auch jetzt gleichsam evidenzbasiert arbeitet, die Datenlage spricht eben klar dafür, dass es nicht die spezifischen Wirkungen, nicht einmal in der Psychotherapie, aber auch in der Pharmakotherapie sind, die zur Besserung am meisten beitragen, sondern sind die sogenannten unspezifischen Faktoren, also hauptsächlich die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin beispielsweise. Das hat die größte Wirkung und die stärkste Effektstärke. Und um nur ein Beispiel zu geben, aber das wird nun, glaube ich, schon mehr und mehr bekannt und das dürfte auch Ihnen geläufig sein. Wenn Sie diese Studienlage anschauen, dann ist es so, dass wenn eine Psychotherapie Wirkung hat,
so könnte man vielleicht etwa 40% darauf zurückführen, dass gleichsam der Patient als bestimmte Persönlichkeit oder mit bestimmtem Setting eben dazu beigetragen hat. Es gibt günstigere und ungünstiger zu behandelnde Menschen. Das ist eine Selbstverständlichkeit und das ist ein relativ wichtiger Faktor. Aber die therapeutische Beziehung ist dann der nächstgrößere Faktor. 30% mindestens sind auf die therapeutische Beziehung zurückzuführen. Also auf die Beziehung, eben nicht auf das, was nur in dem Menschen abläuft, sondern was zwischen den Menschen abläuft. 15% gehen noch auf Erwartungen und Placebo-Effekte hinzu. Also das wäre dann insbesondere natürlich auch bei der Pharmakotherapie so, sondern auch in der Psychotherapie ist es wichtig, sind positive Erwartungen da. Und maximal 15%. Es gibt andere Studien, die reduzieren das auf 2%. Maximal 15% sind auf Techniken, auf Psychotechniken zurückzuführen. Sie kennen vielleicht diese neueren Beobachtungen, dass wenn Sie schulenübergreifend untersuchen, dann ist der Unterschied zwischen den einzelnen Therapeuten verschiedener Schule, dieser Unterschied, wie der Einzelne handelt zu einem anderen, im Vergleich zu einem anderen, wichtiger als wie das Manual geht oder wie manualisiert behandelt wird. Und wenn Sie die Schulen vergleichen, Verhaltenstherapie, psychoanalytische Schule, humanistische Schulen etc., systemorientierte Schulen, das gleicht sich an in ihrer Wirkung. Aber die einzelnen Therapeutinnen und Therapeuten machen den Unterschied der Therapien aus. Und das darf ich Ihnen fast nicht präsentieren, aber es gibt natürlich immer mehr Hinweise, was auch wichtig ist auf Seiten der Therapeutinnen und Therapeuten. Und ich möchte eigentlich zum Schluss noch dieses Modell vom Wempold vorstellen. Wempold, einer der herausragenden Psychotherapieforscher aus den USA, er sagt, die Grundbedingung, das Wichtigste in der Psychotherapie ist Vertrauen, ist Verstehen, natürlich auch ein Stück weit Expertise. Und das lässt sich aufschlüsseln, wie ist denn die Beziehung wirklich? Also nicht nur, was der Therapeut macht, sondern wie ist die Beziehung wirklich? Gibt es eine Zugehörigkeit? Gibt es ein basales Verständnis? Und wie sind die Erwartungen? Wie können Erwartungen, Hoffnungen geweckt werden durch eine Therapie? Das führt eigentlich zur besseren Lebensqualität. Wenn Sie so wollen, das führt auch zur Emanzipation. Und daneben spielen natürlich auch bestimmte Aufgaben, bestimmte Ziele, bestimmte therapeutische Aktionen, die wir dann eher unter Psychotechniken rechnen können, spielen eine Rolle. Und das hat eher einen gewissen Einfluss auf die Symptomreduktion. Ich würde von meiner Seite jetzt nicht einfach gleichsam diagnostische Kriterien, Störungen einfach abschießen wollen. Die können ja auch helfen, etwas besser zu verstehen. Aber sie müssen eigentlich helfen, den Patienten oder die Patientin zu verstehen. Niemand hat Mitleid mit einem Gehirn. Wir haben immer nur Mitleid mit einem Menschen. Und es ist eigentlich simpel, oder? Das, was man weiß, das sind, wenn Sie das ganz banal gesagt, sind das wirksame Faktoren und ein paar andere dazu. Und das ist die Gefahr, die gerade auch in der Therapie von depressiven Menschen eben auftreten kann, weil man ja in ein depressives System eintritt. Weil ja der Patient natürlich auch ein zwiespältiges Verhalten zeigt, was hilflos machen kann. Zeigt ein hilfloses Verhalten, man möchte helfen.
Er zeigt aber auch so aggressive Züge, Hostilitätsverhalten, was dann eher so etwas Enttäuschung auch beim Therapeuten wecken kann, insbesondere wenn es nicht recht vorangeht. Oder er zeigt Hemmung, Interesseverlust, eine Art Deprivation. Und dieses mehrdimensionale Geschehen, diese verschiedenen Interaktionsmuster, die wirken sich ja auch auf Angehörige, aber auch auf Therapeutinnen und Therapeuten. Und vielleicht ist es eben besonders wichtig und vielleicht auch für die Fortbildung besonders entscheidend, zu wissen, was zwischen den Menschen geschieht. Damit man eben gleichsam da bleiben kann, wo man hilfreich ist. Dass man sich nicht verschließt, nicht defensiv wird, keine Vorwürfe macht, natürlich als Therapeut eher subtiler Art, aber dass man sich verschließt, sondern dass man gleichsam offen präsent sein kann. Und damit möchte ich eigentlich schließen, dass ich natürlich nur zum einen, aber zu einem gewichtigen Teil, glaube ich, dass die Psychotherapie, auch in der ärztlichen Psychotherapie, fundamental ist, wenn ein Therapeut, eine Therapeutin offen sein kann, wenn es einer Therapeutin oder Therapeutin gelingt, einen Patienten oder eine Patientin, Sie sagen vielleicht Klientin und Klient, so zu verstehen und so zu akzeptieren, dass das Gegenüber auch dort verstanden wird, wo es sich selbst nicht versteht. Ich danke Ihnen sehr.